Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, wir sind hier im... Was ist hier? Was soll das bitte darstellen? Muss ich vielleicht einen Stein da drauf schieben? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert hier in der Siegesstraße. Aber probieren wir es einfach mal. Ja, wir brauchen Etompire. Soll man stärker einsetzen. So, und dann schauen wir mal. Und ein wildes Pokémon greift uns an. Ein Onyx. Oh, ich kann Onyx nicht nachmachen, das ist so tief. Okay, so macht Onyx auch nicht. Naja, egal. So, gehen wir erstmal hier weiter. Ganz rüber schieben. So, dann hoch. Hoch. Rüber. Und auf da. Und jetzt glaube ich, kann ich da durch. Ja, genau, so war das. So, und jetzt, hier sind Trainer. Okay, da könnte ich runtergehen. Ah, da ist auch ein Trainer. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Oh mein Gott, was bist du? Ich bin ein Dresseur. Oder Tomteur. Mein Bisagnos. Bisagnos. So, mach mal. Ja, Beben. Nein! Okay, er gibt ihm nur X-Angriff. Haben wir noch mal Glück gehabt, aber mit Schlitzer müssen wir es eigentlich beenden. Yes, sir! Dieser Knast wurde besiegt. Oh, ein Shillock! Das setzen wir lieber wenn anderen ein. Und zwar, dann nehmen wir Pikachu. Ah, ich sag immer noch Pikachu. Oh Mann. Shillock, Shillock. Achu. Schauen wir uns mal Donner an. Sehr effektiv. Oh, Pikachu Raichu erreicht Level 44. Und Glutexo. Dann nehmen wir Dickdarm. Glutexo, Glutexo. So, Schlitzer, glaube ich, müsste reichen. Nein, nicht. Naja, solange er nur so Luli-Attacken einsetzt, ist mir alles recht. So, und ein Glurak. Oh, ein Glurak. Oh, Glurak sieht toll aus, muss ich sagen. So, das Sprite ist wirklich vom Feinsten. Oh, Raserei. Raserei kann böse werden. Aber unser Dickdarm wird das schon schaffen. Dickdri, 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 Dickdri. Jawohl. Und sogar Level Up. Jawohl. Sehr schön! Und ich besiege den Dompteur! Immerhin hatte ich eine Chance! Eine Chance! So, aber ich glaube, da gehen wir noch nicht drauf. Haben wir hier etwas? Nee? Reden wir erst einmal mit der kleinen Trainerin da. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Das kann doch nicht wahr sein! Mit meinem Snubbelikert werde ich dich besiegen. Bist du dir da sicher? Lustig, Damm! Schlitzerattacke! Oh, dein Dickdri heißt also Dickdarm. Ih, wie ordinär. Wer? Was hast du denn für Namen für deine Pokémon? Ach was gibst du denn
deinen Pokémon für Namen? Ja, Schnutzi und Mauzi und Füchschen. Ja, mein Volona ist ein Füchschen. Machen wir mal Surfer. Hey, mach mein Füchschen nicht nass. Wieso nicht? Ja, weiß Füchschen ist so, so gut und so stark. Das darf nicht nass werden. Ach was. Sicher kann es nass werden. Ich bin raus. Dabei wollte ich nie verlieren. Naja, verlieren gehört zum Leben. Irgendwann muss man mal verlieren. Man kann nicht immer gewinnen. So, ist hier etwas? Okay, Schutzweg nicht mehr. Nee, hier ist nix. Gleich mal einen neuen Schutz aktivieren. Weil ja nicht die ganze Zeit mit Pokémon rumschlagen. Und nur noch 11 Top-Schutz. Naja, das werden wir schon schaffen, oder? So, rüber und rüber. Ach, verdammt. Einen Pokémon muss ich lassen. Das ist aber uncool. Welchen suchen wir denn jetzt aus? Nochmal so. TM43. Was ist TM43? Himmelsfeger. Kann das überhaupt entlernen? Tweety. Da muss ich mir noch überlegen. So, aber ich komme hier sicher wieder nochmal her. Okay, hier sind wir ja hergekommen. Das heißt, wir gehen einen Stockwerk höher. Da ist nix. So, ich muss erst hier mal die Teleporter hier aktivieren, soweit ich es aus. Soweit ich das hier sehen kann. Hey, das! Das ist Labrador, oder? Oder täuschen mich da meine Sinne? Ja, mach mal das. Ah, ich muss das wieder Stärke aktivieren. Ein Dickdarm hat keine Stärke. Tompire hat Stärke. Rüber. Runter. Runter. Aber zu Labrador zu kommen, muss man erstmal ein paar Steinchen setzen. So, der Weg ist frei. Und wir kämpfen gegen einen Trainer. Die Siegerstraße stellt eine Art Abschlussprüfung für die Trainer dar. Ah, cool. Und welcher? Tja, weißt du, musst du kämpfen gegen große Schwarzgut-Trainer. Oh, gegen große Schwarzgut-Trainer? Na, wenn das so ist. Mach mal Erdbeben. Hey, was machst du da? Ja, Erdbeben, siehst du doch. Hey, warum? Um deinen Machoke zu besiegen. Und ein Macholom. Ja, lass mal Dickdarm erstmal. Mach mal Schaufler. Schaufler müsste genügen. Normalerweise. Nee, nicht genug. Okay, dann reicht Schlitzer aber jetzt. Jetzt ist Ende im Gelände. Ha, ich hab noch starke Maschok. Ah, oh, Dickdarm, du packst schon, oder? Erdbeben. Ha, so eine kleine Erschütterung kann mich nicht aufhalten. Ach du heilige Stück Kacke. Oh nein, Dickdarm. Das wirst du bereuen. Los, oh my Ghost. Nachtnebelattacke. Und nochmal Nachtnebelattacke. Da schaust du blöd aus der Wäsche, was? Oh. Wenn du nicht vorkommst, versuche die Felsen zu verschieben. Danke für den Tipp. So, Item. Belieber. Gehen wir Dickdarm gleich mal einen Belieber.
So, als erstes holen wir uns hier mal das Item. TM5. Was ist TM5? Mega Kick. Ah, Mega Kick brauche ich nicht. Ach du heiliges Stück Kacke. Ein Trainer. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Ich bin der Peitschenmann. Oh, ein Peitschenmann. Ich habe solche Angst. Ja, das musst du auch. Fürchte dich vor meiner grässlichen Snobbilly-Cat. Ah, ich fürchte mich doch nicht vor so ein kleines Schmusekätzchen. Was heißt das Schmusekätzchen? Es ist ein starkes, wildes Tier. Wow, 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 wow! Das wirst du bereuen. Oh my Ghost! Nachtnebel. Girl, was willst du mit diesem Nachtnebel? Okay, falsche Synchro. So, ein Entoron. Na, Entoron besiegen wir mit wen anderen? Entoron! Entoron! Donner! Uh-oh. Dann machen wir Donner Blitz, wenn Donner nicht trifft. Aber Donner ist immer so eine Sache. Entweder trifft er oder trifft er nicht. Oh wei, ich bin besiegt. So, was haben wir hier Schönes? Hyperheiler. Und wo finde ich jetzt hier den Stein, den was ich da hinschieben kann? Item. Aktivieren wir erstmal Topschutz. So, dann gehen wir dick dann wieder mit einem Beleber. Zuerst holen wir uns hier den Pokéball. TM17. Was ist das? Ist das was Tolles? Überroller. Oh Mann, wir brauchen sowas. So, dann kämpfen wir gegen den da. Die Siegestrasse ist sehr schwer zu meistern. Und du bist eine Schwuchtel. Hey, das sagt man nicht. Ich bin Domteur, Jongleur. Und ich habe ein Pantimus. Wolf, Level 48. Gleich mal Erdbeben machen. Hey, dein Victory ist stark. Und, hey. Ach, schnell. Oh, Pantimus. Du hast verloren. Warum? Du hast gut gemacht. Schon viele Trainer haben nie aufgegeben. Ich gebe doch hier nicht auf. So nah an dem Ziel. So, wie kann ich das jetzt machen? Gehen wir mal hier rauf. Hier ist ein Stein. Hier ist ein Trainer. Man erzählt von einem Wunderkind. Von einem Wunderkind? Ja. Von einem Peitschenkind. Oh oh. Kokowai. Kokowai. Ja, Bim. Das kleine Kokowai wirst du doch schon schlagen, oder? Kokowai. Koko, Koko, wei. Oh oh. Oh oh. Dickdamm. Oh, Glück gehabt. So, für Koko, wei, da setzen wir Tweety ein. Was bringt dir denn dieser verdammte Stakako, oder wie der heißt? Na, mach einen Flügelschlag. Oh Mann. Der lernt wohl nicht dazu. X-Treffer ist ein Kack.
Genauso wie X-Abwehr und alle anderen Xs, die es noch gibt. Oh ne, Tweety. Aufwachen. Hallo, Schläfchen kannst du mal anderes Mal machen. Hallo. Tweety? Hallo, Tweety. Erde an Tweety. Erde an Tweety. Bitte aufwachen, nicht schlafen. Hallo. Tweety. Leute, ich muss leider einen Cut machen. Also, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.